So, schauen wir mal. Alle Minions mit Death Rattle 4-3. All other Murlocs 2-3. Das ist ja alle nicht so spannend. Dann werde ich am ehesten noch den Scarlet Purifier nehmen. Cold Light Seer. Nimm mal den Scarlet Purifier. Der Guardian of Kings. Windfury Harpy, Argent Protector. Ist der Argent Protector in dem Fall am sinnvollsten? Hand of Protection kann manchmal auch ganz sinnvoll sein. Mal kurz. Ich will eigentlich auch noch mal. So. Nehme ich doch noch mal bei manchen Sachen. Wie gesagt, auch beim Paladin bin ich nicht so hundertprozentig bewandert, weil ich ihn auch nicht so häufig spiele, aber ab und zu schon mal. Ich bin ja noch dabei, mich einzuspielen. Hand of Protection würde ich jetzt. Wie wird das denn wohl hier eingeschätzt? Würde mich mal interessieren. Ja, als sehr durchschnittlich. Der Venture Co. wird ein bisschen besser. Ich werde den Venture Co. nehmen. Ich will immer nur mal schon so ein Gefühl kriegen für manche Karten, weil ich das manchmal schlecht einschätzen kann, tatsächlich. Vielleicht hilft es euch auch mal ein bisschen. In diesem Fall ist der Minion eh besser. So, hat plus 2 Attack, weil ich einen Mech habe. Flesh Eating Ghoul, wenn Minion died. 2, 3. Cogmaster. Von denen ist der Flesh Eating Ghoul mir am liebsten, obwohl er auch nicht so doll ist. Einfach der schlechte. Der am besten passt. Ne, Deathrattle ist natürlich nicht so gut für den Scarlet Purifier, aber man kann es ja mit reinnehmen. So, Bloodfen Raptor oder Loot Horde. Bloodfen Raptor ist die bessere Karte erstmal, deswegen nehme ich sie. Argent Protector ist gut, Silvermoon Guardian ist auch gut. Gucken wir eigentlich mal, wie die eingeschätzt werden, würde mich mal interessieren. Silvermoon Guardian. Noch so schlecht, okay. Ja, durch die Stats wahrscheinlich. Ich hätte doch gedacht, aber dass er trotzdem besser eingeschätzt wird. Und da haben wir den Argent Protector, der wird weiter oben sein. Oh, der wird sogar 80. Ich nicht gedacht, okay. Ist auch das Beste auf jeden Fall. Redemption. Nicht so doll. Stoneskin Gargoyle ist eine Scheiße. Gucken wir mal kurz, wie Redemption eingeschätzt wird von. Ups. Redemption. Ja, leicht unterdurchschnittlich da bei 40. Und der Loot Hoarder, sehr leicht überdurchschnittlich mit 54. Nehme doch den Loot Hoarder. So, Ancient Brewmaster ist ganz gut. Gnomish Inventor ist so ein Mäh. Ich wäre eher für den Ancient Brewmaster. Gucken, was die Liste sagt. Ancient Brewmaster 56. Gnomish Inventor auch 54. Also ein bisschen Geschmackssache. An dieser Stelle bin ich eher dafür, den. Was habe ich denn für Battle Cries? Das sind noch keine tollen Battle Cries. Nehme ihn trotzdem an dieser Stelle. Defender of Argus ist ziemlich gut. Argent Commander ist auch ziemlich gut. Violent Teacher ist auch gut. Habe ich Violent oder habe ich Violet gesagt? Das heißt natürlich Violet Teacher. Da Violet Teacher ist überdurchschnittlich auf jeden Fall. Defender of Argus ist ziemlich gut. Da sieht man es 78. Und zuletzt hatten wir was noch? Den Argent Commander. Argent Commander 86. Wir können ja mal kurz unsere Mana-Kurve auch schon mal schauen, auch wenn wir erst beim Drittel sind. Wir haben schon ein paar Zweier. Sogar schon eine ganze Menge. Was aber 4 für 2, 3. Und einen 6 habe ich gar nicht, deswegen nehme ich den Archon Commander. So. Der Frostwolf Warlord kann ziemlich gut sein. Der Mech Warper kommt hier überhaupt noch nicht zum Einsatz, weil ich keinen einzigen Mech bisher habe. Frost Elemental ist ganz nett. Ich würde den mal gucken. Gucken wir mal kurz, was die Liste sagt. Frostwolf Warlord hat eine höhere als bei normalen anderen Klassen durch die Hero-Fähigkeit. Dann haben wir den Frost Elemental ungefähr auf der gleichen Stufe
Und den Mech Warper würde ich nicht nehmen. Möchte mal kurz gucken, wo ihr ihn einsortiert. Leicht überdurchschnittlich. Kann man natürlich dann ein bisschen nehmen, wenn man eh viele Mechs im Deck hat, dann lohnt sich es durchaus. Freeze the Character. Ich nehme hier Frostwolf Warlord. Normal Gun Infantry ist ein Scheiß. Stoneskin Gargoyle auch. Ironbeak Owl kann manchmal ganz nett sein. Das Silence kann schon was helfen. Würde ich jetzt eigentlich nicht picken, wenn die anderen nicht so scheiße wären. Weil ich auch schon zweier Minions habe, bessere. Aber das Silence kann man ab und zu mal mitnehmen. Ancient Watcher kann ganz nett sein, wenn man ihn aktivieren kann. Zum Beispiel mit der Iron Beak Owl, aber so ist ein bisschen schwierig. Nur mit der Iron Beak Owl draufzusetzen, ist ein bisschen. Ja, ist zu wenig. Man kann ihn natürlich noch mit Defender of Argus aktivieren. Das ging auch noch, den habe ich aber nicht. Der liegt aber hier. Und den werde ich jetzt abnehmen. Snapjaw. Meh. Torrent Warrior, meh, lieber den Bloodfang Raptor. Shielded Minibot, ziemlich gut. Und jetzt habe ich langsam genug Zweier dann. Tja, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Nehme ich den, obwohl ich das nicht so doll finde. Oh, Kobalt Guardian, den hatte ich noch nie. Okay. Kobalt Guardian. Das wird aber ganz schön schlecht eingeschätzt. Das heißt, weil die Stats für einen 5er Minion nicht gut sind. Na, mit 6-4 wäre durchaus eine Option. 6-3 ist gerade so, dass er auch von einem 2er Minion gekillt werden kann. Und das ist schon ein bisschen bitter. Auch von vielen Spells wie Frostbolt. Also, Drake ist eine ziemliche Top-Karte. Spell Damage plus 1 und Battle Cry Draw Card. Mir fehlt langsam mal ein bisschen Consecration. Nehme ich den Ogre-Magi. Langsam möchte ich gar nicht mehr. Holy Wrath ist ziemlich. Ja, Holy Wrath ist ziemlich glücksabhängig. Kann funktionieren. So doll ist es aber nicht. Aber es ist immerhin noch ein Card Draw, aber relativ teure. Wild Pyromancer kann ganz gut funktionieren, auch mit Consecration. Und ich habe noch kein Auge bisher. Ich brauche den auch mal. Ich hoffe immer noch auf Consecration, dass ich wirklich brauche. Diesen allen. Haunted Creeper ist gar nicht schlecht. Allerdings habe ich schon so viele Zweier. Ich will echt nicht mehr. Das reicht jetzt. Force Tank Max werde ich wahrscheinlich nehmen. Der ist hier weiter vorne. Und dann haben wir noch. Das, hier ist das Force Tank Max. Falls es noch nicht, manchmal bin ich auch vielleicht zu schnell. Hier ist Force Tank Max. Haunted Creeper war ziemlich mittelmäßig. Storm by Kommando werde ich auch nicht nehmen. Storm by Kommando ist hier. Auch nicht so doll. Ich nehme den Force Tank Max. Brauche eh noch mal ein paar große Creeps hier hinten. Avenging Wrath. Oh, Sword of Justice. Oh, schwierig. Den Coghammer will ich auf jeden Fall nicht nehmen. Wir können trotzdem mal gucken, wo er steht. Coghammer. Okay, doch so weit vorne. Noch vor Avenging Wrath. Ich will es trotzdem nicht nehmen. Ich brauche ein bisschen Clear. Enemy Character ist das Problem. Es kann auch den Helden treffen. Wo ist das Sword of Justice? Da sind drei Top-Karten. Warum kommen die nicht verteilt? Das ist einmal hier Cockhammer, einmal Avenging Wrath, einmal Sword of Justice. Was sind eure Meinungen dazu? Ihr könnt mir auch Tipps abgeben. Ich bin echt ein bisschen ratlos gerade. Sword of Justice würde mein Early Game halt ordentlich buffen. Ich habe ja ganz schön viele niedrige und könnte einiges plus eins geben. Das würde mir echt das Early Game retten. Natürlich wäre ich immer noch anfällig für. Wäre man noch anfällig für alle möglichen Board-Clears. Coghammer ist natürlich auch super. Aber Random Minion, Divine Shield und Taunts kann auch. Gerade wenn ich so viele Kleine draußen habe, ist das nicht so stark. Also in dem Set, wenn ich jetzt eine andere Mana-Kurve hätte, wäre Coghammer stärker. Aber bei so vielen Kleinen, dann kriegt irgendwie hier so ein 2-1 Loot Horde oder so ein Quark, kriegt dann Divine Shield und Taunt. Das ist nicht gut genug. Sword of Justice, Avenging Wrath. Schwierig. Sword of Justice. Ich muss meine
Shields, ich muss, ich hab bei meinem, ich muss die buffen. Ich habe so ein, das funktioniert halt so, bringt halt nichts. Jetzt muss ich langsam einfach teurere ziehen, den brauche ich nicht. Obwohl, ne, whenever you play a card, bei so vielen billigen. Ich probiere es mit ihm, weil ich so viele kleine habe tatsächlich. Ungewöhnlich, würde ich sonst auch nicht machen. Das ist gar nicht schlecht an der Stelle, obwohl ich auch... Spectral Knight wäre auch nicht verkehrt. Aber ich habe einmal den Mad Scientist, ich habe noch kein einziges Secret. Dann kriege ich wenigstens das Avenge noch. Das finde ich ganz nett. Puh. Ja, einen teuren kann ich nochmal mit Damage machen. Ich gebe mal das hier noch, damit ich Karten ziehe. Ich brauche ein bisschen... Card Draw brauche ich einfach in dem Deck. Sehr langsame Karte. Aber ich habe schon so noch mehr Zweierkarten. Drehe ich auch durch. Eine 3-3. Puh. Nimmt auch Tempo raus. Lieber ein Board clear und danach stärker. Ich versuch's mal damit. Einmal Defender of Argus. Das ist echt ein schlimmes... So, jetzt müsste der Sound wieder besser sein. Laggt der schon lange, der Sound, oder hat es gerade erst angefangen? Ne, vorhin steht nichts, jetzt steht es erst da. So, muss ich noch reingucken. Brewmaster ist noch eine Zweierkarte, die ich nicht will. Silver Guardian ist halt nicht so stark, aber ich werde ihn trotzdem nehmen. Einfach für die Mana-Kurve. So, Drake noch, dann ist vorbei. Ich habe kein AOE. Boah, ist das schlimm. Kein Consecration. Warum denn nicht?